Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind hier im Untergrund quasi fast. Haben in der letzten Folge die hübsche Triss getroffen. Wir sollen jetzt für sie aus der Kanalisation einen Beutel mit wichtigen Kräutern holen. Dafür sollen wir jetzt im Keller entschwinden, damit uns die Wachen draußen nicht finden. Ich habe jetzt zwischen den Folgen mal schnell oben noch alles rausgelootet. Und wir können direkt loslegen. Was? Okay, wir haben so. Oh, Trissi haut also. Ja, egal, wir looten jetzt erstmal hier, bevor wir nicht sterben, denke ich. Als Magierin. Es zieht. Hier muss ein Ausgang sein. Sonst hat es Brit uns auch nicht hergeschickt. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Ein Hebel an der Wand? Oh, Moment. Hier ist ein Hebel. Aber hier ist auch was zum Looten. So. Nutzen. Freie Stadt Nordicar. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lokmuin so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Schergen. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld, Geld und Geld. Darum rotten sie die Magier aus und konfiszieren ihren Besitz. Und als nächstes sind die Anderlinge dran. Die Elfen hausen in... Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tag. Okay, wir sollen jetzt für sie tauchen wahrscheinlich und... Da hinten scheint das Objekt der Begierde zu sein. Denkt man nicht, dass jetzt hier ertrunken rumdümpeln. Jetzt tauchen wir jetzt. Das war es nicht. Okay, andere Richtung. Ja, das verlorene Paket, ja, wir tauchen aber mal eben auf. Hier Schluss. Soll denn das sein? Wo soll das sein? Warte mal, was. Da oben. Und das hinten sind Kräuter, oder? Deswegen bin ich ja jetzt nicht weiter geschwommen, weil ich gehe davon aus, dass das Kräuter sind. Ups, ups, ups. Ah, okay. Gut, dann kommen wir zurück zu Triss. So, Schätzelein. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einen dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket.
Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Du leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Ein Stoff aus dem fernen Süden, den es sonst nirgendwo gibt. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Die neuesten Schnitte, die neuesten Farben. Du wirst sehen, dass ich alles habe, was du jemals brauchen könntest. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Triss, du hast ihm gesagt, dass du eine Zauberin bist? Natürlich. Sie suchte Arbeit. Zaubern kann sie am besten. Heißt du Triss? Ich weiß, dass es leichtsinnig war. Aber die Konkurrenz hier ist enorm. Als einfache Rattenfängerin fände ich jedenfalls keine Arbeit. Außerdem würde niemand glauben, dass eine so schöne Frau Kammerjägerin ist. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier, habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon und Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Mir gefallen Kaufleute nicht, die mit billigem Lob kommen, ehe die Arbeit getan ist. Das war kein billiges Lob. Es waren Tatsachen. Ich rede auch von Tatsachen. Bezahl sie vollständig im Voraus. Ich fürchte, das geht nicht. Dann fang deine Ratten selber. Ach, darum hat sie dich dabei. Schön. Eine Börse voller Novigrader Kronen. Als Zeichen meines guten Willens. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Okay. Scheitern und platziere Rattenfallen rund um das Lagerhaus. Ich würde aber gerne erstmal hier drinnen gucken. Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten... Geralt, wir wären beide lieber woanders. Ich säße jetzt gern in einer königlichen Beratung. Aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten und nach Kot. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Du machst es schon, Geralt. Hör auf zu jammern. Genau. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Okay. Wo ist sie denn jetzt? Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Das. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Und? Sprich mit Triss, nachdem sie den Zauber aktiviert hat. Nun? Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen, wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Bist du das oder tust du nur so? Gut, dass es zwischen uns keine Spannung gibt.
Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß, aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Jeder lügt dann und wann. Aber sich selbst zu belügen, ist wie weglaufen, ohne eine Zuflucht zu haben. Manchmal ist Flucht die einzige Möglichkeit zu vergessen. Vielleicht hat dein Freund um seine Beine getrauert, aber davon sind ihm keine neuen gewachsen. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Es geht ihr gut. Das ist gut. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Wenn die Typen hier sind, um uns beim Rattenfangen zu helfen, sind sie zu spät. Du hast bezahlt und gekriegt, was du verlangt hast. In diesem Kornspeicher gibt es keinen Rattenschwanz mehr. Ich habe bezahlt, weil ich wusste, dass ich mein Geld zurückkriege. So ist das Leben für Zauberinnen in Novigrad heutzutage. Das sehe ich. Mein Vorschlag. Wenn die Jäger gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Das tun sie aber nicht. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran. Ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Boah, den dicken Knöpfen aus gleich. Er hat mich angeheuert. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Reingelegt wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. Ja. Kommen wir denn jetzt raus hier? Kleines schwieriges. Töte mich nicht! Guter Herr, bitte! Sie haben mich gezwungen! Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann! Sei nicht wie diese Mörder! Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut. Euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann.
Wasser im Schädel. So. Die Quest wäre fertig. Kein Level ab. Doch, Level 14. Habe ich gar nicht mitbekommen. Wann ist denn das passiert? So, ich würde aber gerne jetzt mal eben, wir hatten hier ein Anschlagbrett irgendwo da. Mal die Queste annehmen, die hier sind. Latschen wir da mal eben hin. Was ist denn hier los? Ich bin alle in Reihe und Glied hier. Ärger? Nein. So, was haben wir denn? Lektion guten Umgangsform. Mit welchem Messer wird der Fisch gegessen? Darf eine Dame sich bei heißer Witterung ohne Strumpf herauswagen? Erhält man Weißweinglas am Stiel oder am Kelch? Wer den Umgang mit der feinen Gesellschaft Novigrad sucht, erhält gegen geringe Gebühr die Antworten auf solche oder ähnlich schwierige Fragen von Graf Nugat, einer weltweit anerkannten Autorität in Sachen gute Umgangsform. Ehrenwerte Städter, bitte denkt daran, etwaige Passanten zu warnen, bevor ihr die Nachttöpfe aus dem Fenster ausleert. Oh ja, wow, wow, wow. Warnung an den Klugscheißer, der sich jeden Abend an meinen Türrahmen erleichtert. Wenn du dies liest, dann aufgemerkt. Ich habe mir eine vorzügliche Zwergenarmbrust gekauft und sitze am Fenster, Tag und Nacht, bis ans Ende aller Zeiten, wenn es sein muss, und ich warte auf dich. Du kannst dich also entweder auf einen Bolzen zwischen den Augen oder im Arsch freuen, ab sofort woanders hinpissen, du dreckiger Schweinehund. Okay, wichtig. Die Ware nicht befummeln. Befummelte Ware muss vom Fummler gekauft werden. Auftrag der Tempelwache der freien Stadt Novigrad. Mitgetreue der Flamme. In den vergangenen Tagen sind einige Offiziere der Tempelwache auf grausame Art und Weise zu Tode gebracht worden. Es wurden umgehend mit Nachforschung zur Aufklärung des Verbrechens begonnen und der Täter wird alsbald den eisernen Griff der Justiz am Halse spüren. Wer der Wache helfen kann, den oder die Mörder zu stellen und zu bestrafen, soll sich sofort beim nächsten Wachposten melden. Es ist eine Belohnung vorgesehen. Ebenso sei mir hiermit kundgetan, dass jeder, der diesen Banditen hilft oder Hinweise im Zusammenhang mit diesen Verbrechen verschweigt, mit Folter, Einkerkerung oder sogar dem Tode bestraft wird. Gewinnt. Wimmer Vivaldi betrügt. An alle Gewinnspieler. Der Zwergenbankier Wimmer Vivaldi ist ein Betrüger und Kartenzinker. Mit typischen Underling-Tricks hat er mich besiegt und danach ohne Umschweife meine Karten verlangt, ohne mir die Gelegenheit zu einer Revanche zu geben. Wer gegen ihn antritt, ist selber schuld. Gut. Nein, das stinkt doch. So, wir haben jetzt hier noch ein Brett. Oh, wir haben ganz schön viele Bretter hier. Dann latschen wir da mal eben hin. Auftrag der Freien, was? Der vergangene Offizier der Terrakorpsen. Achso, das haben wir doch gerade gelesen. Okay. Ein Sturm, verdammt. Verdammt. Ja, Quinn-Spieler interessiert uns jetzt nicht. Haben wir das Looten oder ist hier eine Waffe? So, das nächste Anschlagbrett müsste. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Weißer, schau mal hier drüben. So, ein Wort der Zunft der Rüstungsschmiede. Die Zunft der Rüstungsschmiede möchte an Folgendes erinnern: Niemand darf in Novigrad Rüstung oder Helme verkaufen, der nicht zuerst unserer Reihen beigetreten ist und seine Meisterschaft nachgewiesen hat. Zunftmitglieder müssen von 100 eingenommenen Kronen 2 an die Gemeindekasse abführen. Mitglieder, die wissentlich den Lehrling eines anderen Mitglieds annehmen, zahlen die Hälfte der Profite an die Zunft. Mitglieder, die Eisenhelme und Eisenbrustpanzer als Stahl verkaufen, werden aus der Zunft ausgeschlossen. Mitglieder, die mit Waffen auf Zunftversammlungen erscheinen, zahlen zur Strafe eine Tageseinnahme an die Gemeindekasse. Auftrag Spukhaus. Ich suche einen Hexer von untadeligem Ruf, vorzugsweise mit dokumentierter Erfolgsgeschichte und schriftlichen Referenzen, der die Aufgabe übernimmt, die Ländereien der Residenz vor der Stadt zu durchkämmen, welche kürzlich von unterzeichneten Graf Kurt Dusar eingenommen wurden, um die Kreatur zu vertreiben oder zu töten, die dort ihr Unwesen treibt. Es ist eine ansehnliche Belohnung garantiert. Auftrag Kobold. Im Auftrag der Kaufmannsgilde gebe ich hiermit Folgendes bekannt. Eine ungewöhnlich dreiste Bestie, wir gehen von einem Kobold aus, bestiehlt neuerdings den Markt beim Stadttor. Sie hat zwar noch keinen Menschen angefallen, doch bereits für reichlich unwiederbringliche finanzielle Verluste gesorgt. Wer sie fängt und tötet, soll eine stattliche Belohnung erhalten, gemäß dem Dekret Nummer blub, unserer ehrenwerten Ratsherren sogar steuerfrei. Zögert also nicht, uns zu helfen, gute Leute. Der Einzelhandel ist das Rückgrat einer gesunden Wirtschaft und somit ist das finanzielle Wohlergehen der Kaufleute dieser Stadt in unserem allerbesten Interesse.
die Kanalisation nicht betreten. Wir möchten die ehrenwerten Einwohner Novigrads informieren, dass die Tempelwache letzte Woche 3 Leichen aus der städtischen Kanalisation geborgen hat. Sie sehen wie folgt aus. Männlich, mittleren Alters, wohlhabend gekleidet, Geburtsmal an der Schulter. Weiblich, älter, in blaues Nachthemd gekleidet, zahlreiche stumpfe Verletzungen. Männlich, jung, nackt, unanständige Tätowierungen im Leistengegend. Die Leichen werden bis zum Monatsende untersucht, identifiziert und dann eingeäschert. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um unsere verehrten Mitstädter vor dem Betreten der Kanalisation zu warnen. Trotz kontinuierlicher Anstrengungen seitens unserer tapferen Tempelwache ist es dort außerordentlich gefährlich. Auftrag: Monster in den Scherben. Per Erlass Nummer 1408 des Stadtrats erhält derjenige eine Belohnung, der das Monster tötet, welches die Einwohner der Scherben nach Einbruch der Dunkelheit terrorisiert und tötet. Der einzige akzeptable Hinweis für den Vollzug dieser Tat ist eine Trophäe vom Monsterkadaver. Ja, das bedeutet, dass diese Zeugschaft von Müttern, Vettern, Tanten nicht ausreicht. Auch nicht der Eid irgendeiner anderen Person unangebracht des behaupteten Verhältnisses zwischen euch zum Hierarchen oder irgendwem sonst. Außerdem ungeachtet der behaupteten Vertrauenswürdigkeit, die jedermann in eurer Lieblingstaverne bezeugen kann. Weitere Informationen, auch die Belohnung, gibt es beim Distriktinspektor der Scherben. Faustkämpfe. Wer Lust auf zünftige Prügeleien hat, findet in unserer schönen Stadt zahlreiche würdige Gegner. Interessiert? Meldet euch einfach beim Turnier an. Diese ehrenwerten Herren werden euch Gerius Rambock, Georg Archibald O'Neill, der eiserne Hauptmann Nordtimmer und Durden, bekannt als der Schneider. Du meine Güte, was für eine Missgeburt. So, hat man ja gelesen. Da muss ja noch eine kommen, oder? Was ist das? Angebot weit und breit. 1, 3 und 2. Ja. Scheiß Wetter hier. Mein Gott. Questlock gleich wieder voll, du. Jetzt ist aber Schluss. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ich markiere mal, wir haben jetzt noch eine Quest zum Annehmen, ne? Und noch ein Brett. Oha. Ja, gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke dir draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.